Östra Beutin von der Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Corona-Winter mussten tausende Menschen frieren, weil sie ihre Wohnung nicht beheizen konnten. Sie konnten kein Licht machen, sie konnten sich kein warmes Essen kochen und ihre Kinder konnten nicht am digitalen Schulunterricht teilnehmen. Das Ganze deshalb, weil auch im letzten Jahr Hunderttausenden von Menschen der Strom abgestellt worden ist, weil sie ihre Wohnung nicht heizen konnten und eben keinen Strom zur Verfügung hatten. Wir als Linke sagen, diese Praxis muss ein Ende haben. Wir wollen Stromsperren verbieten. Und die Europäische Union hat festgestellt, dass im Winter 2 Millionen Menschen ihre Wohnung nicht richtig beheizen können. Betroffen davon vor allem Singles und Alleinerziehende mit ihren Kindern. Doch warum werden diese Daten von der Europäischen Union erhoben? Warum werden sie nicht von Deutschland erhoben? Das liegt einfach daran, dass diese Bundesregierung seit Jahren verweigert, Daten über Energiearmut zu erheben. Das muss dringend ein Ende haben. Denn der Wert einer Gesellschaft misst sich daran, wie diese Gesellschaft mit ihren Schwächsten umgeht. Und in der Corona-Krise haben wir die Situation gehabt, dass der Immobilienkonzern Vonovia 3,3 Milliarden Euro an Gewinn eingefahren hat. In diesem Zusammenhang herzliche Grüße an die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und auf der anderen Seite haben Menschen ihre Arbeit verloren, mussten Menschen in Kurzarbeit gehen. Die kleinen und niedrigen Einkommen sind gesunken, während der obszöne Reichtum, während die Gewinne der Konzerne gestiegen sind. Diese Corona-Krise verschärft nicht nur die Gesundheitsprobleme in unserem Land, sie führt auch zur sozialen Spaltung. Und als Linke sagen wir ganz klar, wer die Demokratie in unserem Land erhalten will, der muss die soziale Spaltung in unserem Land bekämpfen. Doch diese Bundesregierung tut leider das Gegenteil. Menschen nehmen die Aufforderung wahr, sie bleiben zu Hause, sie sind vernünftig und sie unterrichten ihre Kinder im digitalen Unterricht zu Hause. Doch die Bundesregierung hat seit Januar einen CO2-Preis eingeführt, der dazu führt, dass die Heizkosten noch einmal deutlich steigen, die genau deshalb sowieso schon gestiegen sind, weil so viele Menschen zu Hause bleiben. Statt also ihrer Verantwortung nachzugucken, die die Bundesregierung hätte, endlich bezahlbares Wohnen und Klimaschutz vereinbar zu machen, schiebt sie die Verantwortung, die sie eigentlich hätte, das zu tun, was notwendig ist, diese Verantwortung schiebt sie an die Verbraucherin ab. Und das ist genau der falsche Weg, den wir brauchen. Wir fordern in unserem Antrag, dass der CO2-Preis nicht mehr von den Mieterinnen bezahlt wird, sondern von den Vermieterinnen. Denn die Vermieterinnen sind es, die dafür sorgen können, dass klimafreundliche Heizungen eingebaut werden. Doch die Bundesregierung haben wir dazu gefragt, den parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Und wissen Sie, was er geantwortet hat? Er hat gesagt, wenn für die Leute die Heizkosten steigen, ja, dann sollen sie doch einfach mal die Heizung runterdrehen. Nein, das ist an Zynismus und Abgehobenheit nicht mehr zu überbieten. Wir sagen, für so eine antisoziale Politik gehört im Herbst diese Bundesregierung in den Ruhestand geschickt. Wir sagen, in der Corona-Pandemie müssen wir Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammendenken. Das unterstützen auch Mieterinnenbund und die Deutsche Umwelthilfe. Denn sie wissen, anders als die Bundesregierung, Klimaschutz kann nur sozial gerecht gemacht werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das Wort hat Carsten Müller von der CDU-CSU-Fraktion.